Bowers and Wilkins, was für ein Name unter Audiophilen. 1966 gegründet, nun aber schon zweimal verkauft und mittlerweile in der Hand von Sound United, der Muttergesellschaft von Denon und Marantz. Bekannt durch Lautsprecher und Boxen lassen sie nun auch True Wireless In-Ears bauen. Neben den 400 Euro teuren PI7 gibt es auch die deutlich günstigeren PI5. Schauen wir doch mal, ob letztere den Namen Bowers & Wilkins zurechttragen. Los geht's, viel Spaß! Kosten die PI5 in der unverbindlichen Preisempfehlung noch 250 Euro, bekommt man sie nun schon für um die 150 Euro. Ein heiß umkämpfter Markt. Ich habe mich für die weiße Version entschieden, die PI5 gibt es aber auch in schwarz. Das Case besteht in der Hauptsache aus Kunststoff in einer Mischung aus matt und glänzend. Optisch nicht sonderlich edel, fühlt es sich auch wenig hochwertig an. Das Case ist sehr dünnwandig, was man schon beim Gewicht von 47 Gramm erahnen könnte, denn klein ist es dabei nicht, wenn man sich so die Marktbegleiter anschaut. Und dann ist da noch der Deckel, dieser klappert wie spanische Kastagnetten. Außen mit einem USB-C-Ladeport und einer Status-LED versehen, gibt es innen dann die Buds und einen Knopf zum Koppeln. Die passenden der drei Aufsatzgrößen ausgewählt und in die Ohren gedreht, sitzen die PI5 zumindest in meinen recht sicher und wenig störend. Etwas besser als die Sony WF-1000 X Mark IV und etwas schlechter als die AirPods Pro, aber das ist natürlich immer subjektiv. Bedient werden die PI5 per Touch-Gesten und das leider nur recht rudimentär. Einmal drücken Start-Stopp, zweimal drücken Song vor, dreimal drücken Song zurück. Halten links aktiviert bzw. deaktiviert ANC, also die aktive Geräuschunterdrückung. Halten rechts startet den Sprachassistenten. That's it. Ändern könnt ihr das nicht und so müsst ihr zum Smartphone greifen, um die Lautstärke zu ändern oder eben den Sprachassistenten bemühen. Ein Riesenärgernis ist die Bowers & Wilkins Headphones App, die ihr benötigt, um in den Transparenzmodus zu schalten und dessen Intensität anzupassen. Dummerweise stellt sich die App als riesengroße Zicke heraus, die euch sehr oft nicht auf eure Kopfhörer zugreifen lässt, ein absolutes No-Go. Nun ist der Transparenzmodus aber nicht so gut, dass man ihn zwingend nutzen müsste, dennoch ist das unverständlich. Besser als der Transparenzmodus ist die Geräuschunterdrückung, die gleichbleibende Geräusche wie Verkehr zuverlässig unterdrückt, ohne dass der Klang leidet. Apropos Klang, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, lasst es mich mit einem simplen Wort beschreiben, welches in meiner Jugend aufkam und das ich im Beisein meiner Eltern nicht aussprechen durfte, ohne sanktioniert zu werden. Geil. Ja, das war damals Gossensprache. Sehr damals. Wieder angekommen im Jetzt war ich selten so positiv überrascht. Die PI5 wissen genau, was sie mit den Songs, die ihr hört, machen müssen. Aus dominanten Mitten kommend überzeugen sowohl Höhen und vor allem der super präsente, aber nicht alles andere tötende Bass, der richtig tief kommt und kickt. Nehmen wir als Beispiel Bowsers Song 2012. Er startet mit klarem Piano, dann folgt die peitschende Hi-Hat, beides absolut präzise und ohne in den Ohren weh zu tun. Und wenn dann der Bass einsetzt, spätestens dann wisst ihr, dass die PI5 so einiges richtig machen. Oder die akustische Gitarre und Stevie Nicks Gesang in When I See You Again von Fleetwood Mac oder die Rhythmusgitarre von For Whom the Bell Tolls von Metallica oder alle Gitarren von Steve Lukather oder Andrea Bergs. Egal. Was ich sagen will, die PI5 können einfach alles. Ich habe nie das Gefühl, dass sie mit einem Musikstück überfordert sind. Wo ordne ich sie aber klanglich ein? 8 Buchstaben, 5 Ziffern, Sony WF-1000 XM4. Je nach Geschmack auch etwas darüber. Das ist Oberklasse-Level und das für mittlerweile 150 Euro. Besitzer anderer Kopfhörer in diesem Preissegment müssen weinen. Wenn ihr mit den PI5 Musik hört, vergeht die Zeit wie im Flug und 4 Stunden sind schneller um, als sie sollten und der Akku somit auch schneller leer, als er sollte. 4 Stunden ist echt nicht doll, aber das große Case lädt die Buds dafür 4-mal wieder auf. Und das auch kabellos, allerdings nicht nachts, wenn ihr mit den PI5 in einem Raum seid, also schon, aber dann könnt ihr euch die blinkende LED den Schlaf rauben. Warum macht man sowas? Apropos machen, ich habe auch telefonieren mit dem PI5 gemacht und hätte gerne jemanden, der mir Übergänge schreibt. Also, die Verständigung beim Telefonieren ist gut, ebenso hatte ich nie Verbindungsprobleme. Die B&W unterstützen unter anderem APTX, AAC und SBC, also ersteres bringt euch jetzt nichts, wenn ihr ein iPhone nutzt. Es gibt eine Trageerkennung und Schutz vor Spritzwasser. Klanglich, und das ist sicher die wichtigste Disziplin bei Kopfhörern, können die PI5 mehr als überzeugen. Ja, fast schon begeistern, wenn man den aktuellen Preis vor Augen hat. Leider trüben das Case, die eingeschränkte Bedienung, die üble App und das Dauergeblinke beim Laden den Gesamteindruck. Transparenzmodus und ANC sind eher Durchschnitt,
ebenso die Akkulaufzeit. Die Bowers & Wilkins mit anderen True Wireless In-Ears in der Preisklasse zu vergleichen, ist fast unfair. Klanglich sind die PI5 einfach viel erwachsener als die aktuellen Teufel oder Beats oder alles, was man sonst so von Huawei oder Samsung & Co. kaufen kann. Das ganze Paket ist aufgrund der angesprochenen Mängel allerdings etwas unrund. Dennoch sind es aktuell meine liebsten True Wireless In-Ears, weil sie klanglich einfach so überzeugend sind. Alle, für die die negativen Punkte nicht relevant sind, erhalten mit dem PI5 klanglich das Beste, was es zu dem Preis auf dem Markt gibt und somit meine volle Empfehlung. Ich hoffe, Bowers & Wilkins bringen würdige Nachfolger, die dann die Mängel beseitigen. Das soll es aber mit meinem Test zu dem Bowers & Wilkins PI5 gewesen sein. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich sehr über euer Abo freuen und wenn ihr wieder reinschaut. Bis zu einem weiteren Video. Macht's gut. Bye bye.